day was your birthday. Ja, wir würden gerne mit Ihnen ein paar Fragen zum 40-jährigen Jubiläum aufzeichnen. Dann würde ich einfach mal starten, Herr Sauer, und würde Sie gerne fragen, wenn Ihnen vor 40 Jahren jemand gesagt hätte, dass Sie zum 40. Geburtstag der FNU über eine Online-Videokonferenz interviewt werden, was hätten Sie damals gedacht? Ja, da gab es es ja noch nicht. Also, was ich gedacht hätte, naja, Computer auf? Ja, okay. Macht nichts, machen Sie mit, gell? Wie und wann kam Ihnen eigentlich zum ersten Mal die Idee in den Kopf, eine eigene Firma zu gründen? Na gut, ich hatte ja schon mal eine. Das war, glaube ich, 1972. Okay. 1972. Ja, damals war ich Dozent für Mathematik und Betriebswirtschaft, Rechnungswesen beim Berufsbildungswerk und habe dann gedacht, naja, die Arbeitsamtsmaßnahmen, die kannst du auch bedienen. Habe in Speyer ein betriebswirtschaftliches Institut gegründet, damit es nicht so nah an Heidelberg ist. Mhm. Ja, und habe dann hauptsächlich Dozenten von der Fachhochschule Ludwigshafen gehabt, die den Unterricht gemacht haben. Wir haben da Betriebswirte ausgebildet und Bilanzbuchhalter. Ja, und dann kam das Angebot vom Berufsfortbildungswerk, dort die pädagogische Leitung zu übernehmen, also Festanstellung und Umsatzbeteiligung in Speyer. Na gut, habe ich dann angenommen. Okay. Wie sind Sie denn mit dem Thema Bildung eigentlich in Berührung gekommen? Naja gut, das war nur Zufall. Eine Freundin vom Freund von mir dort beim Berufsfortbildungswerk angemeldet. Und damals hatte ich mich bei den Juristen eingeschrieben, weil es in Heidelberg will man nicht so schnell arbeiten gehen. Okay. Gelesen, Finanzierung der Eltern. Ja, dann habe ich halt mal gesagt, ich habe Zeit, wenn euch ein Lehrer fehlt, ich habe BWL fertig. Ja, dann riefen sie an, eine Woche später, ob ich Lust hätte, Wirtschaftsmathematik zu machen. So bin ich da reingerutscht. Okay. Warum ist Ihnen das Thema Bildung vielleicht auch persönlich so wichtig? Oder warum ist es auch eine Herzensangelegenheit? Ich habe gesehen, dass meine Schüler da mit der Weiterbildung oder Fortbildung zum staatlich geprüften Betriebswirt da gut weiterkommen. Einer ist sogar Chef von der Bezirkssparkasse geworden. Mhm. Fertig. Den hatte ich dann auch als Dozenten missbraucht. Mal, da kommt eins zum anderen, da rutscht mal halt rein. Ne? Okay. Wenn Sie das Thema Bildung oder die Bildungsbranche vor 40 Jahren und mit der Situation heute vergleichen, was macht für Sie den größten Unterschied und welche Entwicklungsschritte über diese 4 Jahrzehnten fanden Sie vielleicht auch persönlich am spannendsten? Naja gut, das fing an mit der Förderung der beruflichen Weiterbildung. Damals bekam jeder, der sich bei einer Schule angemeldet hatte, 80% von dem zu erwartenden Gehalt, orientiert am BHT oft. Und da hat es ja so einen richtigen Boom losgetreten. Ne? Mhm. Als die Förderung dann wieder eingestellt worden ist, nach 5-6 Jahren, oder reduziert worden ist auf 60%, ist das ganze System wieder ziemlich in sich zusammengekracht und man hat dann mehr auf Abendschule gemacht. Mhm. Ja, das ist ein stetiger Wandel, wie auch jetzt durch die hohe Abiturquote, die Lehrstellen zurückgehen und die Bachelor-Ausbildung boomen. Mhm. So ist ein stetiger Wandel. Kann sagen, so alle 5 bis 10 Jahre braucht man irgendwas Neues. Ne? Das ist richtig. Und ich glaube, das macht ja das Feld auch so spannend, zu begleiten und da immer wieder was Neues einzubringen. Ja, ja damals, vor 40 Jahren, als Sie die FNU gegründet haben, hatten Sie selber noch kleine Kinder und heute lenken Ihre Tochter und Ihre Söhne das Unternehmen mit. Welche Werte sind Ihnen denn da auch als Familienunternehmen besonders wichtig? Ja gut, dass allgemeine Zufriedenheit herrscht. Ne? Also, dass man
sich mit der Arbeit identifiziert und dass man halt neue Ideen verwirklichen kann und dass das Ganze auch stabil für die Leute sind, die man dann dort beschäftigt. Mhm. Beim BFW anfing, waren wir zu viert. Als ich nach 4 Jahren die FNU gegründet haben, waren wir schon 80 hauptberuflich. Und ähnliche Entwicklung hat es ja auch bei der FNU gegeben. Mhm. Was zeichnet denn so diese Tätigkeit als Unternehmer auch für Sie persönlich aus? Was hat Ihnen daran immer besonders Spaß gemacht oder macht es auch heute noch? Na ja, gut, dass man eben kreativ tätig sein kann im Bildungsbereich. Es gibt ja da auch neue Dinge zu verkünden, sei es im IT-Bereich, sei es im Ingenieurbereich, also auch bei der Betriebswirtschaft. Ja, das ist ein Feld, wo man relativ viel kreativ machen kann. Mhm. Gibt es in der Entwicklung der F&U Meilensteine, auf die Sie vielleicht auch besonders stolz sind oder wo Sie sagen, das ist was ganz Besonderes, dass uns das gelungen ist in der langen Zeit? Naja gut, wir haben im Tourismusbereich relativ viel erreicht, auch in Zusammenarbeit mit der Hotelfachschule Heidelberg, die ja auch Mitgründer von der F&U waren am Anfang, bis jedenfalls bis die ersten 10 Jahre, bis die Wende kam. Dann war das Risiko ein bisschen zu groß und dann habe ich alleine weitergemacht. Mhm. Können Sie uns vielleicht ein bisschen an ein oder zwei Anekdoten teilhaben lassen, wenn Sie so auf die 40 Jahre zurückblicken? Da gibt es doch bestimmt ein, zwei lustige Geschichten, die Ihnen in Erinnerung geblieben sind oder besondere Dinge, wo Sie sagen, das vergisst man nie. Naja, kann ich jetzt also nicht so direkt sagen. Gut, die Einrichtung in Chemnitz zu kaufen, war so ein großes Risiko. Mhm. Also es kam natürlich nach der Wende relativ viel auf uns zu. Wir wollten ja gar nicht in den Osten. Also ich wollte in Heidelberg bleiben. Als ich anfing, wollte ich nicht mehr als 50 Kilometer von Heidelberg weg was machen oder sag mal, was in der Stunde nicht erreichbar ist, habe ich eigentlich abgelehnt. Aber dann kam der Herr Oberbürgermeister Zundel, hat gesagt, wir haben eine neue Partnerstadt, ich soll doch mal ein bisschen bei der Bildung da helfen, ich soll mal nach Bautzen fahren. Dann kam der Dr. Lucius von der IHK, er betreut gerade die IHK in Chemnitz, da wäre einiges zu tun, wir sollten uns da wieder engagieren. Ja gut, dann kam der Banker, hat gesagt, wie viel Geld wir brauchen. Das war relativ locker. Da habe ich gesagt, naja, das geht schon in die Millionen. Nächsten Tag hatte ich dann einen Brief, hiermit stellen wir Ihnen Barkredit über 7,5 Millionen zur Verfügung. Auf uns unseres Gespräches, Sicherheiten wollten Sie kennen. Also es war schon ein bisschen Wildwest. Ne? Dann kam der Bundesfachverband der Fleischwirtschaft, da gibt es eine Schule in Erfurt, da soll man da hin. Da haben wir da was gemacht. So hat sich das also so ergeben. Da war Schluss mit dem Plan 10 Jahre vorher. Nicht mehr als was in der Stunde nicht erreichbar ist. Ja, heute fliegen Sie ja sogar viele Stunden von Heidelberg weg, um an F&U-Standorten oder im Ausland tätig zu sein. Haben Sie ein Lieblingsreiseziel? Nein. Aber auf Teneriffa ist immer noch ein guter Standort, glaube ich. Ja gut, das war auch Zufall. Ne? Wir hatten ja da eine Schule in Alassio gegründet, für die Gastronomie hauptsächlich, mit der dortigen Hotelfachschule. Und dann haben die Fördermittel gestrichen der EU und haben gesagt, wir müssten uns auf die Atlantikinseln, die portugiesischen und die spanischen Atlantikinseln konzentrieren, wenn wir Förderprogramme machen wollen innerhalb der EU. Na gut, dann sind wir umgezogen nach Teneriffa. Ne? Mhm. Ja, da sind wir heute noch. Schule läuft. Jetzt haben wir in der Planung, dass wir von Teneriffa aus Arbeitskräfte in Südamerika suchen, also Mittel- und Südamerika. Da ist der Trainingslot, der Geschäftsführer hier gerade dabei. Ja, in der Planung. Ne?
Jetzt ist ja sozusagen Ihr Baby F&U erwachsen geworden oder mit 40 Jahren kann man ja eigentlich schon von reif sprechen. Mit welchen Gefühlen blicken Sie denn auf dieses Geburtstagskind? Hätten Sie damals gedacht, dass die F&U mit 40 so gewachsen und gediehen ist? Gut, in der Planung waren maximal, sagen wir mal, 100 Leute zu beschäftigen im Rhein-Neckar-Raum, im Rhein-Main-Raum. Ja. So, mehr war da nicht geplant. Jetzt ist es halt ein bisschen mehr geworden. Nee, es hat sich verzehnfacht so ungefähr. Ja, okay. Warum ist denn die F&U mit 40 eigentlich im besten Alter, Herr Sauer? Weiß ich nicht. Weiß man nicht, was noch kommt. Wie bitte? Das weiß man nicht, was da noch kommt. Wie beurteilen Sie denn jetzt auch aus Sicht als Bildungsanbieter die aktuelle Corona-Krise? Welche Auswirkungen hat die auf unser Bildungsgeschäft? Oder vielleicht, was kann man auch Positives aus so einer Krise mitnehmen für die Bildung? Ja, positiv ist, dass die Online-Trainingssachen jetzt leichter durchzusetzen sind. Also Hybridunterricht, Online-Unterricht. Man spart sich einige Reisen, weil man doch ziemlich viel jetzt mit der Technik machen kann. Mhm. Ja, so. Mhm. Verstanden. Was wünschen Sie sich denn für die Entwicklung der F&U für die nächsten Jahre, wenn es auf die 50 zugeht? Naja, gut, dass uns gelingt, die Arbeitskräfte aus dem Ausland zu holen und entsprechend in Berufsausbildungsverhältnisse zu bringen oder in Weiterbildungsmaßnahmen zu bringen oder auch Bachelor- und Masterausbildung für die Betriebe im Bereich Ingenieurwesen, IT, ja, und Gesundheitswesen, dass wir das voranbringen. Ja. Also da muss natürlich auch aufpassen, wenn man die demografische Entwicklung anguckt, wenn wir jetzt jede Menge Altenpfleger ausbilden oder Krankenpfleger und in 20 Jahren sind die Alten weggestorben, dann haben wir wieder ein Problem im Bereich Umschulung. Ich wollte gerade sagen, da würde uns bestimmt was einfallen, wie wir die Kräfte passend umschulen können, ja, um ihre Kompetenzen zu nutzen. Ja, Herr Sauer, abschließend vielleicht noch eine Bitte. Sie haben ja heute, wie Sie gerade schon gesagt haben, viele hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zum Teil auch weltweit, die für die F&U tätig sind. Was möchten Sie Ihren Kolleginnen und Mitarbeitern zum Jubiläum vielleicht mitgeben und was wünschen Sie ihnen? Ja, ich wünsche Ihnen, dass Ihnen die Arbeit Spaß macht. Mhm. Wenn Sie Wünsche haben, dann halt an mich herantreten oder an die jeweiligen Führleiter der Einrichtung. Wir leben ja nicht von eigenen Ideen, sondern auch von Ideen der Mitarbeiter. Die sind oft wertvoller als die eigenen oder auch Kritik. Dass Kritik geübt wird, wenn notwendig, wenn irgendwas ist, das wir korrigieren können. Mhm. Also, dass man da offen ist und keiner sich ärgert über Kritik. Das wünschen wir uns auch. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich glaube, wir haben ein paar schöne Sachen im Kasten.